Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeinde Rare am Sonntagmorgen zusammen mit dem Philipp und dem Sebi. Einen wunderschönen. Hallo. Hallo. Wir sind wieder vereint. Wir sind, Sebi ist wieder da. Wir haben eine dritte helfende weitere Kraft. Und der Wieso macht er da drüber? Also warte. Ja, Sebi, dadurch, dass wir jetzt natürlich größere Traktoren und Fahrzeuge haben, kann er natürlich mit seinem 724 nicht mehr viel ausrichten. Deswegen wird er sich jetzt auch ein neues Fahrzeug kaufen. Sebi, sag mal, was willst du dir denn kaufen? Ich hole mir einen Agrar-LKW von MAN. Genau. Ich würde was Schnelles. Es wird kein Traktor werden, wie man sie sieht, sondern mal ein LKW, mal was anderes. Und mal schauen, wie er sich macht. Oh ja, ich bin hier immer noch fleißig am Grübeln. Ich am Kartoffelkäse ernten. Der Johnny ist am Flügen, wird wohl ein bisschen brauchen. Ach was, ist der, läuft, der läuft gar nicht mehr, doch. Doch, ich habe ihn wieder frisch angesetzt, aber da müssen wir irgendwie noch ein bisschen. Kommt erstmal Kohle rein. Ah, das war der Fan. Ja, so viel war der noch wert. Tap, 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 tap. Da ist ein Johnny. Oh, was schön. Ah, GPS bekommt mein LKW auch. Achtung. Da ist ein GPS. Wo ist denn der angesetzt? Keine Ahnung. Ich, muss ich lass ihn mal, ne? Ach du Scheiße, Lenkung ist wieder beste Sahne. Oh. Warte, ich muss ja nochmal schnell was umstellen, sorry, Leute. So. Das muss jetzt gerade passieren, weil ich hab da. Neuer LKW am. Neuer LKW. Haben wir Plus gemacht? Ja, warte mal. Wir haben Plus gemacht, oder? Warte. Warte. Ich seh's gerade nicht, ich muss. Passt. Hab ich ja Plus gemacht? Jo. Hat mir vor. Ich weiß gar nicht, hat mir vorher 300.000 irgendwas zerquetscht ist. Ich weiß es nicht. Ich hab mir ja den LKW gekauft. Aber ich auf einem LKW fühle ich mich immer wohler wie auf einem Traktor. Ich bin ganz einfach ein LKW-Liebhaber. Ja. Und der LKW kommt nicht mehr vom Fleck. Scheiße. Es ist ein LKW, der hat genügend. Der hat über 500, der hat 500 PS. Das wird reichen. Oder Dings hat keinen mehr für, der Krippen kann er nicht. Der Zuckerrüben-Haini hat 500 PS und kommt nicht mehr vom Fleck, wirklich. Nice. Die Trennbox unten, gar nichts. Also. Da könnte auch sein, dass der irgendwie am Boden festpackt. Eigentlich nicht, weil ich konnte fahren, bin stehen geblieben, weil weiterfahren ging nicht mehr. Ist nicht ganz so vorteilhaft, glaube ich. Wo soll ich hin? Der ist aber auch allgemein einfach zu wenig. Du kannst Alkohol. Eigentlich direkt mal mit Kalken beginnen. Mit Feld Nummer 6. Die 7 braucht aber die 16, die 30, die 40. Ja, so gut wie alles. Also zu 16 fahre ich zuerst. Ja, du kannst zu 16 LVB. Oder zu 6. LVB. Du mal. Wie wir haben die 6? Die 6 wird uns gar nicht gekauft, mir gar nicht gekauft anzeigt. Was? Die haben doch schon ewig. Ach doch, dann fahre ich erst zu dir. Wahrscheinlich die 60 gesehen. Ja. Oh Mann. Ja. Jetzt kommt ein bisschen die Suche nach Feld 6. Die ist direkt neben unserem Hof. Also hätte sich jetzt nicht die Umfahrung gelohnt? Ich weiß zwar gerade nicht. Ey, langsam wird's brenzlig bei mir, ne? Ich muss das Kartoffeln ernten und Zuckerrüben. So, ich will nichts sagen, ne? Aber irgendwas habe ich hier auf dem Spielstand falsch gemacht. Das Kartoffeln kann doch der Helfer noch machen, oder leider? Was? Kartoffeln kann doch der Helfer noch machen. Ich will aber dieses eine Eck. Das eine Eck nicht. Und ich will erstmal dieses eine Eck wegmachen. Also das Eck. Weil da drüben kommt irgendwo angeschossen. Da. Ich sehe was fahren. Ich auch.
Ich sehe seh vier Sachen. Ich sehe einen goldenen Johnny, ich sehe einen Kartoffelruder, ich sehe einen MAN-3-Achser mit Hänger und ich sehe einen MAN-2-Achser mit Kalksträger. Ich habe mal so eine Frage. Ja. Sind die Pflegebereifung nicht eigentlich bloß auf 25 zugelassen? Glaube ich auch. Ich habe Pflegebereifung. Ich meine auf dem Bredal-Streuer. Ist ja. Das keine Ahnung, steht nichts drauf. Du. So wie würde der Wendler singen? Egal. Egal! Egal. Ja, ist ja egal. So, Rückwärtsgang rein. Ah, haben wir auch noch Drehschiebenanhänger? Ja. Zwei, drei. Ich muss für meinen zukünftigen Job üben. Okay. Nein, wir fangen nicht Kalken an. Nein, wir öffnen nicht die Plane. Spinnt irgendwie uns bisher unser mein LKW jetzt schon mehr schon tot. Kann sein, dass die Elektronik nicht ist. Es wäre möglich. Aber ich hoffe es nicht. Sonst habe ich. Was heißt ja wie. Sonst heißt sicher. Hat ja unser Fahrer macht den LKW schon gleich am ersten Tag kaputt. Ja, frisch gekauft, 0,0 Stunden drauf und schon total Schaden. Ja. Nicht bei mir der Gefahr, nicht total Schaden, also Sebi. Ich glaube, das müssen wir uns noch überlegen, du. So, weiß ich schon vorab angeschrieben. Ich schalte meine Spiele aktiv. So. Geh weiter, ist denn jetzt Johnny? Keine Ahnung. Also die eine Seite ist schon relativ weit. Kleine Frage, wie noch, macht man noch mit GPS an? Ich hab GPS. Alt C-Steuerung S. Alt C? Ja, dann ist angeschaltet und dann Steuerung S. Danke, jetzt zeige ich ihn an. Stopp. So, kommt mal die neue 18 Meter hier rein, sonst. Du musst noch anschalten. Also, du bist ja mein. Ich steig ab den Kurs. Weiß. Ist Feld 6. Wenn ich speichern willst. Ja, aber ich raus mit speichert. Ich dreh kurz, ich fahr kurz rückwärts. Oder rüber. Warte. Ich fühle mich irgendwie beim Sehen, ne? Mit der Amazon-Ding. Seemaschine. Amazon? Wir haben doch nur eine Quelle. Ja. Wenn wir die. Achso. Ja. Haben wir über. Hallo, es geht der Helfer rein. Der Helfer legt den manchmal auf. Die haben doch gar keine Seemaschine mehr. Oder? Doch, also. Haben wir eine Seemaschine? Wir haben noch die Federstedt. Müssten wir eigentlich normalerweise noch haben. Ach, und wir haben die Horsch Maria Maestro. Genau. SW mit 18 Meters. Und da bin ich gerade dabei am Singen. Ach, jetzt schon? Ja. Ich habe schon 6 gegruppen. Du musst aber kurz hinterfahren. Bei mir hat GPS nicht genau gearbeitet. Aber ich habe eine Frage, sollen wir die Rapid lassen oder auch austauschen? Weil ich hätte es die gelassen, ehrlich gesagt, wenn ich. Welche die Kleine? Ja, bleib bitte stehen. Also die Federstätte. Kannst du schon lange einlenken? Okay. Ich meine die Federstätte. Ich schalte hier wieder aus, ich fahre jetzt wieder rückwärts. Vergessen. Die Federstätte. Ja. Wir können sie gerne lassen, also ich habe keine Problem. Ich kann mir auch Pimmen auf 8 Meter und dann noch größeres Fass. So, jetzt zeig mal dein Licht, Flo. Ich glaube, ich habe ein bisschen intensiver das Licht, oder? Nee. LKW hat nicht so viel Arbeitsbeleuchtung wie ein Traktor. Ein Traktor. Ah, der Modder, der ist schon cooler gewesen. Dass er gleich einen schönen LKW gemoddet hat. So, das. Erste Bahn, wunderbar. So, tschüss. Jo.
Wir machen jetzt einen Tour. Oh man. Was gibt's? Ich habe vergessen, also abzulassen. Oh. Das ist natürlich unangenehm, ne? Florian? Ja, was gibt's? Ist es nicht ein bisschen doof, wenn ich noch mit Kalken fertig bin und du schon drüber siehst? Also im Prinzip ist es egal. Okay, also kann ich jetzt in Ruhe noch kalken. Ja, ja. So wie ich will. Ja, so wie du willst jetzt nicht unbedingt, du sollst halt alles mitnehmen, ne? Ja, also. Ich bemühe mich. Dann ist gut. Ich hab das Eck durch. Ich schalte die Beleuchtung wieder vom LKW aus. Die macht mir nur. Ja, Mann, es ist 14. Ich hab 16. Das Eck durch. Ja! Da, ich hab noch nie so intensives Licht im LS gesehen. Wie am LKW. Hm. Kann sein, dass du oben andere Strahler drauf hast. Ich hab die guten Strahler vom Mod-Hub drauf. Du bist ja noch Zeug dran, ne? Oh Gott, du Kacke. Aber das müsste Helfer schaffen können. Ja, das ist ja schon der zweite Tag, oder? Wo die Mission am Laufen ist. Wollt ihr jetzt wirklich wieder. Wollt ihr jetzt wie im. Wirklich überall Mais ansehen? Ja. Das ist doch nur ein Scherz. Doch Spaß machen, Alter. Wir haben den Glashändler. Da muss man wieder in Betrieb kommen. Ja. Und vor allem bist du. Vor allem. Du bekommst dann noch einen LKW-Anhänger, den großen. Krieg ich dann den Krampe in der BG-Version? Müssen wir also mal. In der Bayern Gamers Version. Müssen wir mal. Wenn er fehlerfrei ist. Und schön ausschaut. Ich mach heute einen fehlerfreien. Also, ich lasse mir jetzt einen fehlerfreien umbauen, dass der das Dekal drauf hat. Du wartest hier. Ich streue da schnell drüber. Das ist. Entschuldigung! Das kleine Fleckchen ist doch scheißegal, Alter. Aber gut. Aber ja, zack, ich soll alles mitnehmen. Du weißt, wie man es meine. Der Chef hat gesagt, was? Wer war von euch? Wer ist bei euch von euch der Chef? Wir beide. Eigentlich ja der Admin vom Server, oder? Im Prinzip sind Flipsy und ich sind auch beide die Chefs sozusagen. Warte mal, der. Das passt nicht, sie suchen die Arbeitsplätze, wie könnte das sein? Ach ja. Seid ihr schon mal auf die Idee gekommen, ein Autodrive mit auf den Server zu nehmen? Nö. Nee, nicht wirklich, weil Autodrive. For what? Das sind drei Jungs, Alter. Und wenn irgendwas mal brenzlig wird, dann Unimog, LKW, let's go. Ja, das wollen wir machen. Das geht nicht so. War irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich wäre langsam dafür, dass wir den Unimog hergeben. Ja. Weil, hör zu. Ja, ja, bin dabei. Wir haben jetzt zwei LKWs. Ich weiß, preis-leistungstechnisch ist die Unimog unschlagbar, aber wir haben jetzt zwei LKWs, die mit Sattelplatte können uns dann so ein Schnüffelstück kaufen, du. Übrigens, wer jetzt fragt, was ein Schnüffelstück ist, es ist das Teil hier. Aber das nehmen wir noch nicht schon auf, weil das ist hässlich, muss man ehrlich sagen. Also. Wir nehmen, glaube ich, ja das unter Diverses. Ja, das ist Standard, weil das andere hau ich dann wieder runter. Außerplanmäßig beendet. Fällt nicht in Besitz. Wer ist der Felfer? D. Kartoffelroller? Nee. Nee. Ach, der Zuckerrübenhaini, oder? Er ist auf jeden Fall kein Helfer mehr drin. Also, er ist nur auf unserem Feld. Ich glaube, der hat einfach einen Vorwand gesucht, um aufzuhören, weil er keinen Bock mehr hat. Der hat also eigentlich nur eine faule Ausrede gesucht. Da muss ich sogar schon einen Screenshot machen. So, passt. Soll ich dir dann einen Screenshot schicken? Mir? Ja. Von was?
kannst du bei dir dann ins Thumbnail einbauen? Nee. Willst du keine LKW im Thumbnail haben? Ja, aber dann machen wir das ein eigenes. Da ist die Grafik schöner. Ja. Jetzt ist auch noch der Patreon voll. Oh. Also der ist da in der Ecke, ne? Ja. Den fahr ich gerade die ganze Zeit. Hier, oh ja, wunderschön weiß. Wunderschön. Dann ist ja gut. Schon mal nur so nebenbei. Der eine MAN, der TGS 18500er, ist so eher für Fernverkehr gedacht, auf der Straße würde ich sagen. Mhm. Weil die vorderen Reihen kosten von dem nicht so viel, weil das einfach ein, also es ist ein einachsige. Und meine ist eher fürs Feld da. Genau. Ja, deswegen ist der ein Agro-Truck. Genauso wie der eine. CL. Oh Gott. Ich fahre da nochmal kurz rückwärts, weil ich glaube, ich habe da nicht angesehen. Ah doch, das hat mir gedauert. Okay. Ich glaube, ich muss jetzt an Kalk holen. Das kann gut sein. Komm, du schaffst das Feld noch, komm! Komm, wir schaffen das Feld noch. Wollen wir mal auf einen größeren Kalkstreuer bzw. auch Düngerstreuer aufrüsten? Also, ich glaube, den Düngerstreuer gibt es gar nicht größer, weil wenn wir mal irgendwo in ein Feld rein müssen. Also, mit doch, wenn man den Mod von Modding Welt mit drauf nimmt, da kann man Pflegebereifung drauf machen. Der Standard nicht. Aber wir haben da unten Standard drauf, oder? Der Standard drauf, ja. Ach, wir haben das Horse Package mit drauf, ne? Warte. Ja, da gibt's auch nur den Düngerstreuer, den mit Bandlaufwerk, aber der ist, glaube ich, auch keine Pflegebereifung. Und der hat weniger Füllvolumen, der hat plus 10.000 Liter und wir haben jetzt schon. Und der große hat 18. Also, ich glaube, das wird sich nicht lohnen. Flipsi? Ja. Kannst du mir sagen, wie Kalk auf Englisch schreiben, wie Kalk auf Englisch heißt? C-H-A-L-K. Schalk. Muss man nochmal was neu schreiben. Okay, CT. Ah, scheiße, bei mir geht die Konsole. Ich kann es mit der Konsole nicht machen. Ja. Ich kann es mit der Konsole nicht füllen. Was willst du überhaupt machen? Ich wollte ihn gerade füllen, ohne zum vom Käufer zu fahren. Ich soll ja nur mit 20 km/h mit der Pflegebereifung fahren. Wolltest du den jetzt gerade einfach mit einem Befehl, den wir voll machen? Ja. Nee. Das hat hier nichts zu tun. Er geht bei mir eh nicht. Der ja, kann geht bei dir nicht, weil du kein Admin bist. Beim Flo geht aber auch nicht. Ich mach's ja, das nicht. Geht bloß bei mir. Das kann bloß ich. Hehe, und ich weiß jetzt nicht. Hast du die Konsole aktiviert? Ja. So gut wie jeder gute LS-Spieler hat die Konsole aktiviert. Ja. Jeder gute Luca. Ja. Oh Mann. Meinst du, der kann hier schon umdrehen? Nee, eine Band ziehe ich noch weg. Dann setze ich den Helfer an und kann mich um die Zucker rüben. Mann. Naja, es geht schon einige schneller mit der Horsch. Einige schneller. Das glaube ich dir. Ich fahre jetzt dann. Aber. Ja, mit zum Flo? Zur 5. Ja. Du kannst ja dich gar nicht sagen, das geht um einige schneller mit der Horsch, weil die vorherige war auch eine Horsch. Ha! Aber die hat eine andere Arbeitsbreite. Die ist dreimal so breit. Ha! Zweimal so breit. Dreimal, die hat 18 Meter, wir hatten vorher. Ach, 6. Scheiße, stimmt. 6 plus 6 ist 12. Ja. Mare aus, ja. nur unsere Felder anfahren, oder? Ja. Also, du meinst funktionstechnisch. Brauche ich einen neuen GPS-Kurs, wenn ich jetzt bei unserem Feld 7 anfange? Oder kann ich mit dem Feld 6 Kurs noch arbeiten?
demnach, wenn der Kurs scheiße läuft, dann musst du einen neuen machen. Wenn er noch relativ in Ordnung ist, dann kannst du einen alten behalten. Ich mach einen neuen. Der andere ist nicht so blöd. Und ich würde mal sagen, du fährst vorher auf Feld 30 oder 16 rauf, damit der in Ruhe da weiter pflügen kann. Feld 7. Ja. So schnell bin ich auch wieder nicht. Ich muss öfter drehen wie dir. Und ich muss eh noch schnell die Arbeitsbreite für Kalk herausfinden. Welche Arbeitsbreite hat der überhaupt bei Kalk? Welche haben wir den haben wir die Verbreiterung? Normalerweise sind 15, 18 Meter, glaube ich, oder? 12. 12? Dünger ist. Achso, wir haben die kleinen. 12 Meter? Normal schon. Dann habe ich jetzt die ganze Zeit mit einer falschen Meterangabe das gedüngt. Also mit welcher? Ich habe mit 9 Meter gedüngt. Ja gut. Ich glaube 9 Meter ist dann ein Ticken zu klein. Deswegen warst du schneller wie ich. Neuer Kurs, Abend setzen. Unseren Grupper, den wir mal haben, den können wir brauchen, oder? Den brauchen wir nicht upgraden. Den brauchen wir was? Wollen wir den Grupper upgraden oder den behalten? Glaub, wie viel hat der? Ich glaube 12. 8 Meter. Und ich hätte jetzt gerade die vom Lemken mit 16. Jetzt liegt der mit 400 PS. Für 400 PS, wie gesagt. Wie würde der alte noch bringen? Noch 50.000. Kann der LKW auch von mir ins Ohr? Ganz ehrlich, ich glaube, der Grubbe würde sogar komplett ausreichen für uns noch momentan. 8 Meter. Ja, ich habe kein Problem mit dem. Oder wir holen uns den Cruiser von Horsch. Hey, wenn, dann würde ich schon gleich auf das größte Ding gehen. Gerade mit dem 11 Meter. Auf den Flexi-Coil. Auf den Lampen, ja. Nee, das ist, glaube ich, gar nicht. Den Flexi-Coil. Der mit 24 Meter. Nein, der ist nicht unter Gruppen, sondern unter Scheiben wegen. Die Gruppe können wir ja gar nicht ziehen. Die sind ja. Ich schon! Ja, du! Ich habe aber nur 450 oder PS und so noch keine 500 oder 500 plus. Ja, die 50 PS mehr oder weniger, ist auch nicht schlimm. Braucht jetzt zum Ziehen? Ein bisschen langsamer. Wie viel braucht ihr zum Ziehen? Naja. 500. 500, dann kann ich ihn auch ziehen, glaube ich. Ich glaube, ich habe eine auf 500. Ich hab aber auch 500 PS. Also verhalten wir nur unseren alten, oder? Ja. Ihr habt keinen verstanden, ja, oder? Ja! Okay. So, dann diesmal mal zu 5 runter. So, das kommt jetzt gerade bei einfach rein und ich komme raus. Geht. Wenn ich mit Kalken fertig bin, die könnte ich eigentlich dann gleich anfangen, die Wiese zu mähen. Ja. Weil ist der Käse da? Nee. Ja, der Käse ist doch am Zuckerrüben ziehen. Wie soll ich dann mähen fahren? Ich habe keine Flunky drauf. Ja gut. Das sind die Nachteile von dem LKW, ne? Fluss fängt jetzt noch da sein 24er. Ja. Ganz Simner. Nein! Nein, Fluss einer, mein kleiner. Also mein in Anführungsstrichen kleiner Johnny ist am Hof. Der wird sogar noch besser. Der wird's besser packen, als ich meine. Weil der Fendt ist schon ein bisschen untermotorisiert, das sind 24. Und wie ist der MB-Truck, der andere, den wir noch haben? Ja, der hat 380, der schafft sich auch nicht. Also sollte einen Tunnel nehmen. Ja, ein 6er. Der passt so. Nee, ich glaube sogar, der Fendt würde auch reichen. Nee, so? Weil ich habe das schon mal ausprobiert, der fährt nur 10 km/h oder 7, also der funktioniert nicht wunderbar. Ja, so, was denn? Könntest du jetzt meinen Blick sehen? Als du gesagt hast, dass es ein Tunnel ist. Egal.
Du kannst auch gerne den Case nehmen und dann die Zuckerrübe fertig machen und dann den Case benutzen. Doch, den Johnny. Wo ist der? Der steht bei den Zuckerrüben, bei den Kartoffeln oben. Normalerweise noch. Philipp, wo steht der? Das ist deiner. Ich bin gerade drin. Steht er dann, wenn du fertig bist? Momentan habe ich noch was zu tun mit dem. Okay, also kann ich. Du bist ja auch noch gar nicht fertig gekalten, also. Ja. Machen wir schon erst an. So, machen wir mal. Aber ja, wir dürfen uns für Zuschauer auch schon wieder bedanken, liebe Leute. Wir sind für heute auch schon wieder fertig für den Sonntagmorgen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat. Jetzt kommt der Spruch. Heilige Pferde. Erstmal stumm geschaltet, perfekt. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet euch keinen Cent. Den roten Button unten grau färben, falls noch nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nicht mehr verpasst. Und unten ist Sebi verlinkt, können wir gerne vorbeischauen. Ja, könnt gerne mal vorbeischauen. Du ja alles gewesen sein, oder? Also ich hab nichts mehr. Gut. Dann sehen wir uns am Mittag zum Sonntagmittag, also Punkt 12 zu einer weiteren Folge hier auf der Gemeinde Rade und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you.